Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, zu einer neuen Parktour hier auf meinem Kanal. Heute eine kleine Mini-Parktour von diesem schnuckligen kleinen Park, The Purple Fairy Fairy Tale Wing Coaster. Also auf Deutsch übersetzt die Lila Fee Märchen Wing Coaster, glaube ich, so ungefähr. Es ist eine Achterbahn hier drauf. Es ist 7 Monate hat Matt daran gearbeitet. Link zu dem Park ist in der Beschreibung drin. Wir schauen uns das jetzt gleich an. Und im Abspann heute, damit das Video ein bisschen länger ist, damit wir ein bisschen mehr zu sehen haben, ich habe heute leider nicht so viel Zeit, sorry, werde ich nochmal meine Achterbahn, Formel 1 Achterbahn einmal durchfahren, während ich die Abonnenten grüße, die im letzten Video gegrüßt werden wollen, damit ihr auch mal die Achterbahn seht und vielleicht der ein oder andere auch mal bei meinem Let's Play gerne vorbeischauen möchte. Also 7 Monate Arbeitszeit und er meint, es ist sein detailliertester Park und wahrscheinlich wird er auch nicht wieder noch was so Detailliertes hier bauen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein und vielleicht wundert sich der ein oder andere jetzt schon, was ist denn hier mit der Farbgebung los? Ich habe mir jetzt mit dem Mitaro, den ich auch in einem letzten Let's Play Video gezeigt hatte, der hat mir geholfen, hier dieses Reshade zu installieren für Planet Coaster. Geht ja für alle Spiele. Da kann man die Farben ein bisschen ändern. Man kann auch mehr Performance rausholen und so weiter und so fort. Und ich habe hier so den Kontrast so ein bisschen abgeändert und habe hier so ein paar Sachen eingestellt. Ihr seht hier meine Einstellung von Reshade aktuell. Ich werde das Ding aber nochmal neu installieren, wo noch viel mehr an Auswahl hier dabei ist. Und vielleicht mache ich auch nochmal ein extra Video dazu. Wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr mir gerne Kommentare dazu in die Kommentare schreiben. Ich bin da gerne bereit, dass ihr noch sagt, ja, diese Einstellung hier, das ist für Planet Coaster genial und so. Wir haben hier erstmal HDR eingestellt, hier dieses Levels, das da oben mit der Farbe hier, ne, das verändert sich dann alles. Kantenglättung ist hier nochmal besser mit, habe ich das Gefühl, und HDR-Effekte, das macht auch so irgendwie am meisten aus, dieser Kontrast. Ist irgendwie, hat einen ganz guten Look, finde ich. Wenn man das einmal so sieht. Also, wir schauen es uns jetzt mal an und wie gesagt, auf das Reshade gehe ich vielleicht nochmal in einem extra Video drauf ein. Also, hier haben wir den Eingang zu The Purple Fairy. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Fairy Fee heißt, aber man lernt ja nie aus. Und da haben wir hier eine schöne, langgezogene Brücke zur Insel rüber. Ich will nochmal ganz kurz von oben schauen hier. Ja, so, wir machen mal die Kamera an. Wir gucken einmal nochmal drumherum. Und sehen halt wirklich hier, also, wir sehen halt echt wirklich, die Achterbahn geht hier komplett über die ganze Insel und das ganze Ding ist vollgepackt und vollgeballert von nur mit Gebäuden und allem Pipapo. Einmal am Tag und einmal, wir gucken auch einmal, würde ich sagen, bevor wir jetzt reingehen, richtig nochmal nach, wie es im Dunkeln aussieht. Vielleicht ist da der Effekt jetzt, dieser Purple-Effekt, dieser Effekt nicht mehr ganz so gut mit dem HDR oder sowas, obwohl HDR ist ja für so Nachteffekte gut. Also, wir sehen hier schöne Beleuchtung, die Gebäude und sowas, das schauen wir uns gleich noch von Näherem an, wenn wir vielleicht mit der Bahn gefahren sind, aber das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen Eindruck, finde ich. Und am liebsten würde ich jetzt noch das Lied Purple Rain dazu laufen lassen. Das würde irgendwie passen natürlich. So, deswegen muss ich das jetzt vorsingen. Purple Rain, Purple Rain. Nein, egal. Lassen wir das mal lieber. 12 Uhr mittags ist immer gut. Jetzt gehen wir nochmal rein hier in die gute Stube. Also, schön gestaltet hier die Brücke mit diesem ganzen Holz oben drüber und an der Seite und der Zaun, der Purple Zaun. Und dann kommt man hier an. Und man sieht einfach krass viele Details. Das ist echt heftig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welche Richtung ich gehen muss, aber ich glaube, hier sind sowieso nicht so viele Wege. Shop darf nicht fehlen. Oh, hier haben wir den ersten ja, Bug schon mal gefunden. Nee, alles gut. Aber das ist auch so eine Kleinigkeit. Alter, es ist einfach alles hier vollgepackt mit Gebäuden. Da ist ja wahrscheinlich nicht wirklich was hinter. Ne? Hier ist ja der Felsen hinter und alles. Es ist einfach nur Fassade, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Und hier haben wir einmal eine Toilette. Und hier auch. Mit Gestrüpp drin und mit Stein drin. Also, hier ist einmal Toilettenseite. Da gehen relativ viele Leute hin. Und dann gehen wir mal hier rüber. Ich hätte gern noch so einen Button. Es gibt ja einmal hier noch schneller, aber ich hätte gern noch... Oder geht das mit Steuerung? Ich hätte gern irgendwie noch einen Knopf, wo ich langsamer mich bewegen könnte. Gibt es da was? Nach Jahren Planet Coaster frage ich euch mal. Vielleicht habt ihr eine Idee. Also, sehr schön das Ganze
wild alles zusammengebaut hier. Eine Treppe zum Wasser runter. Hier ist noch wieder ein Shop. Die motivierte Mitarbeiterin bedient hier auch die Leute. Und weiter geht's. Boah, dann siehst du da rüber. Ey, da fährst du gleich mit der Achterbahn lang. Wo ist der Eingang, Leute? Ich will zum Eingang. Hier auch schön nochmal so ein Weg, der natürlich für niemanden da ist, aber er ist einfach da. Für die imaginären Mitbewohner dieser krassen Stadt. Ey, wenn du das über da siehst alles, ne? Meine Herren. Meine Herren. So, dann haben wir hier auch den Eingang zur Bahn. Ich gehe aber erstmal ganz gekonnt dran vorbei. Aber wahrscheinlich ist dann hier auch der Ausgang. Boah, ey, es ist. Also, wenn. Also es wirkt ja von außen jetzt nicht so riesig vielleicht. Aber wenn du hier erstmal stehst und guckst da so hoch, diesen Berg. Da ist der Lift. Hallo! Hallo, Bahn. Ist das schon. Oh ja. Ist das schon ganz schön ein großes Teil hier? Ah, hier geht's auch in den Berg rein. Ich denke mal, das wird der Ausgang hier sein, oder? Machen wir uns nichts vor. Da ist das Gebäude. Ich werde jetzt einmal hier noch hinwuseln. Ja, Robin Hood ist am Start. Ja, hier ist auch nochmal ein kleiner Shop. Ja, aber am Ende kommt man hier raus, bestimmt. Das muss der Ausgang sein. Ja, oder? Ja. Also kommen wir da gleich nochmal lang. Wir sehen schon mal hier. Ui. Sehr viel. Oh, ich kann es nicht erwarten. Ich muss jetzt da rein. Also ab zum Eingang. Der war hier rechts. So, ja, Wegebau ist nicht so einfach im Planet Coaster, ne? Also auf jeden Fall, die Leute haben ja keine andere Wahl. Die müssen, die in diesen Park gehen, die müssen sich auch hier anstellen. Ui, der Lift ist ja kein Lift, sondern ein Booster. Was soll ich sagen? Ach, wir sind schon da. Ui, ein. Komm grad nicht drauf. Ja, schön gemacht, das Gebäude hier. Sehr schön gemacht. Fährt hier nur eine Bahn lang. Das ist natürlich. Dann dauert es natürlich eine Weile, bis es dann hier weitergeht auch. Aber da sind wir auch schon angekommen. Ja, und das war die Fahrt, Leute. Nee, also einsteigen. Gucken wir mal an hier. Vielleicht können wir heute mal ein paar Statistiken anschauen. Das Menü sieht natürlich durch dieses ganze Ding auch ein bisschen anders aus. 116 km/h, 79 Sekunden, 1200 Meter Fahrt. Also da haben wir ein ordentliches Stück vor uns. Und jetzt würde ich sagen, einsteigen und losfahren. Ich fahre, vielleicht fahre ich heute mal die Schienenbahn. Kamera. Ja, wir machen heute mal die Schienenkamera an. Ab geht's. Abfahrt. Hui. Krasser Effekt. Ich dachte gerade, die Bahn soll jetzt bei Nacht gefahren werden. Aber das ist ja echt mal ein geiler Lift. Und die Musik dazu. Hui. Hallo. Bing. Ja, sehr gut. Spaß, ich habe Spaß. Richtig geil. Oh, herrlich. Oh, das fährt sich richtig schön. Super, super. Die geht ja mal richtig ordentlich ab. So viel drumherum. Musik schön dazu. Oh, das war's schon. Das war's schon, Leute. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ich muss jetzt nochmal meine Special-Zweitkamera nehmen für die Fahrt. Also, wenn wir schon nur eine Bahn haben, dann will ich die wenigstens auch komplett genießen. Wo ist meine Kamera? Das ist die Kamera, die ich jetzt mal wählen will. Also das Ding hier sieht richtig Hammer aus. Das sind ganz viele Zahnräder. Hammer. Und schön beleuchtet. Hat was. Ups, wir sind noch durch die Tür durch.
Also einmal das Ding. Wir fahren das jetzt noch einmal hier nach in 3D. Nee, in Dunkeln. Der Typ da oben. Bing, bong, bong. Ich finde, so sieht man die auch nochmal schön die Bahn an sich dabei, wie die hier lang. Ah, toll. Langfährt, ne? Inversionen habe ich jetzt, weiß ich nicht, ein oder zwei gezählt. Eine? Ich habe eine in Erinnerung irgendwie. Oder ist er überhaupt, ne? Diese hier, genau. Richtig geschmeidig geht's da durch. Alles hier ganz nah dran. Ich glaube, der deutsche TÜV, der würde sagen, nee, Leute, hier muss man die Arme auch ausstrecken können. Das geht hier nicht überall. Aber, wow, nice. Very nice. Sehr schönes Gerät. Ein sehr schönes Gerät. Jetzt frage ich mich, welche Kameraperspektive nehmen wir jetzt bei Dunkelheit? Das ist die große Frage. Nom, 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 nom. Da fahren wir jetzt einfach mal als Passagier mit. Der hier irgendwie außen sitzt, sage ich jetzt einfach mal. Also, dritte Fahrt. Die kann losgehen. Ab ins Dunkle. Jetzt sehen wir auch mal, wie oft wir hier knapp dran sind. Wir sitzen jetzt ganz außen. Wir wollen es wissen. Ja, ja, ich bleib hier außen sitzen heute mal. Das ist eure Sitzposition, wenn ihr in diesen Park geht. Sehr eng. Oh, schön hier auf den Mond zu. Da der Typ. Bing. Oh, es ist Hammer. Hammer. Mit der Musik dazu. Hammer. Richtig krass beleuchtet. Hui. Oh, es ist wieder ein ganz anderes Feeling als eben, oder? Ich finde es nochmal ganz anders. Boah, es ist alles so knapp an der Bahn, ey. Sehr krasses Ding. Sehr krasses Ding. Hui. Richtig schön. Hat Spaß gemacht. Tolle Bahn. Jetzt gucken wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen hier die Details an. In dem Park. Ihr könnt aussteigen, Jungs und Mädels. Oh, Escape. Einmal zu viel. Und ja, sehr schön. Wo geht's raus? Da geht's raus. Da muss rausgehen natürlich. Und da kommt doch direkt hier der Kollege, der aufpasst, dass hier alles nach seinem Recht und Ordnung läuft. Das war gutes Deutsch gerade, ich weiß. So, also wir sehen hier wirklich einfach. Ich frage mich halt, wie viel Gebäude er einzeln modelliert hat und wie viel er dann wahrscheinlich irgendwo anders hin kopiert hat, um ne, so diesen Stil zu bewahren und nicht alles einzeln zu machen. Aber vielleicht hat er auch jedes Ding einzeln gebaut. Aber man kann ja den Schein oft so ne, ein bisschen ändern, so nach dem Motto, ja, ich mache hier mal das Gebäude und das baue ich hier an 10 Stellen hin und dann sieht das ja auch schon ganz anders aus alles. So, wir sehen jetzt noch von oben, wo die Bahn hier so lang fährt. Hui. Oh, ey, krasses Ding. Einfach auch so eine sehr angenehme, geschmeidige Fahrt. Nochmal ganz kurz gucken in die Statistik. Inversion eine, tatsächlich haben wir eine Inversion gehabt. Also hier hinten, wo man gar nicht lang geht, wo man nicht wirklich viel sieht, auch hier ist alles mit Details vollgeballert. Überall Details, Details, Details. Also es ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Diese ganzen Gebäude hier. Und diese Felsen. Ja, das sind hier die selber gebauten Steine. Am Berg dran. Also es ist einfach alles voll. Hier müsste man sagen, guck mal, die Leute, die hier hinten wohnen in den Häusern. Da geht morgens die Sonne auf oder was? Nee, doch nicht. Okay, das ist dann doch hier. Auf der Seite ist nie die Sonne. 17 Uhr, Sonnenuntergang. Okay, also mache ich mal wieder 12 Uhr hin. Das war das einmal durch. Also, es ist wirklich ganz krass gemacht. Sehr detailliert. Sehr, sehr viele. Ich meine, selbst hier, ne, hier ist ein Häuschen, da ist eine Tür, da kannst du hier rübergehen. Und hin und her. Ob die Wege hier dran alle Sinn machen, keine Ahnung. Hier gibt es ja keinen richtigen Pfad überall entlang. Aber
Guck mal hier auch hier diese Absperrung dafür. Also ist echt einfach toll gemacht. Ganz großes Kino. Auch hier diese Brückendetails. Ne? Du musst erstmal so einen Weg bauen und dann da das Detail da dran bauen. Welcome. Ja, mir fehlt halt wie gesagt nur noch Purple Rain. Ach guck mal, hier steht auch nochmal so eine Gondel. Also ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier voll viele kleine Details noch. Aber ich glaube, jetzt so alles kann man sich jetzt auch nicht noch viel genauer angucken. Wenn ihr Bock drauf habt, guckt es euch selber gerne nochmal an. Ich habe den Link ja in der Beschreibung drin. Und, The Purple Fairy. Und, ja, der Park dürfte bei allen von euch gut laufen, die am PC natürlich sind. Das ist ja ein Steam-Park, Steam Workshop-Park. Ach, der Typ ist jetzt gar nicht da. Erst wenn die da hochkommen. ja, nee, echt ein sehr cooles Ding. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und vielleicht kommt demnächst auch mal wieder, ne, wo wir eine kleinere Bahn und sowas vorstellen. Aber mal schauen. Also, ich würde sagen, zum Abspann gehen wir jetzt in meine Formel 1 Bahn. Und da werden die Leute gegrüßt, die im letzten Part, den nicht so viele gesehen haben von euch, leider. Welches war das? Das war The, wie hieß der? The Treasure Cove. Den könnt ihr euch gerne noch angucken. Verlinke ich auch noch mal am Ende vom Video und dann kommen wir zum Abspann. So, ihr seht jetzt im Hintergrund meine Formel 1 Bahn aus meinem Let's Play Park. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, falls ihr den letzten Part noch verpasst habt. Und da bin ich nun immer noch am Bauen. Und ja, wer in einem der nächsten Parktour-Videos gegrüßt werden will, schreibt in die Kommentare rein, Hashtag Purple. Und wir fahren jetzt hier eine Runde mit, während ich die letzten Grüße rauslasse an die Leute aus dem letzten Part, wie gesagt. Der E-Liggy möchte einmal gegrüßt werden. Dann haben wir noch den Worldwide Bear 1967, da war, hat auch geschrieben, war ein schöner Park und einen schönen Sonntag hat er gehabt, hoffentlich. Candy Cowboy, grüße dich an der Stelle einmal. Wolf Buddy, auch Grüße gehen raus an dich. Wen haben wir noch? Mr. Amusement Park TV. Und waren gar nicht mehr da oder habe ich einfach hier nur nicht mehr geladen? Da muss ich nochmal nachschauen. Grüße gehen auch raus an Jan E., an BVB Junge 22, wie so oft, und ja, dann zu guter Letzt noch an Playing LP. Vielen Dank für eure Kommentare und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Abo dalassen und wenn ihr Bock habt, guckt gerne noch hier eins der anderen Videos an, die hier verlinkt sind am Ende. Und tschüss, nächste Bahn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.